Wir sind hier bei der Tour Demenz. Die Tour Demenz ist eine Aktion von der Landesinitiative Demenzservice NRW, um auf die Situation von alleinlebenden Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen. Deshalb fährt unser Kollege und Triathlet Arndt Bader quer durch Nordrhein-Westfalen von Demenz-Service-Zentrum zu Demenz-Service-Zentrum alleine und orientierungslos und wird dabei unterstützt von ganz vielen fleißigen, ehrenamtlichen Mitradfahrenden und wird überall gut versorgt, wo wir Stationen machen, mit Events, was zu essen, was zu trinken und auch einer kleinen Massage zwischendurch. Unterwegs sammeln wir überall Wünsche ein von ganz vielen Menschen, die die Kolleginnen und Kollegen in den Demenz-Service-Zentren gesammelt haben, für das, was sie sich für Menschen, die alleine leben und an der Demenz erkrankt sind, wünschen. Und das nehmen wir alles mit. Der Arndt übernimmt es, es kommt in den großen Tourbus und am Ende, beim Finale der Tour in Düsseldorf, übergeben wir das Ganze an das Land und die Pflegekassen, damit die sich die Wünsche zu Herzen nehmen können. Und das Pfand geht an die Alzheimer-Gesellschaft NRW. Also, jetzt geht's los. Ne? Es ist schon ein Riesending. Wenn ich bis gerade eben noch nicht nervös war, jetzt ist so ein bisschen Nervosität drin, aber ich glaube, die legt sich wieder. Ne? Mit der zunehmenden Kilometerstrecke, die wir zurücklegen, werden wir sicherlich ruhiger. Ich freue mich sehr. Der gestrige Tag war einfach super. Ein tolles Erlebnis, tolle, viele nette Menschen kennengelernt. Zum Schluss war ich plötzlich nicht mehr alleine. Wir hatten nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich 20 Radbegleitern aus Remscheid und Umgebung dabei, von den Adlern und Triforce Vital. War eine ganz tolle Geschichte. Einfahrt in Remscheid, Haus der seelischen Gesundheit bei der Stiftung Zahnhof. Ich kann es kaum glauben, weit über 500 Kilometer liegen jetzt hinter mir. Ich glaube, ich bin bei Kilometer 570, also nur noch 130. Fühle mich erschreckend gut, kommt natürlich durch die super Begleitung und Betreuung von den ganzen ganz tollen Radfahrern, aber auch hier von unserem Kernteam und natürlich von diesem wahnsinnigen Demenz-Service-Zentren, die uns hier wirklich ganz toll empfangen und unterstützen. Man hier in Gelsenkirchen gerade beim Demenz-Service-Zentrum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Eigentlich Wahnsinn, ne?
was soll ich sagen? Ich bin hier. Ich bin in Düsseldorf und es war total schön, auch auf den letzten Metern. Hab mich sehr gewundert, was hinterher noch ging. Wir sind hier echt runtergerast von Duisburg. Ich glaube, das war eine echt gelungene Aktion. In jeder Hinsicht. Und ich glaube, wir haben das Thema richtig nach vorne gebracht. Die Tour de Mans hat ihr Ziel erreicht. Wir sind bei strömendem Regen jetzt hier in Düsseldorf angekommen. Es hat alles hervorragend geklappt. Wir haben über 500 Wünsche eingesammelt. Wir haben alle 13 Demenz-Service-Zentren unfallfrei und trocken erreicht. Wir sind überall ganz hervorragend empfangen worden, begleitet worden und verköstigt worden. Auch ganz wichtig. Keiner ist zu Schaden gekommen und wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele tolle neue Impulse mitgebracht und gerade an Land und die Kassen übergeben. Und ich glaube, die Landesinitiative und alle, die damit zu tun haben, haben wieder einen hervorragenden Job gemacht und gezeigt, was sie können. Das war eine ganz tolle Aktion.